Das ist der Moment, als Florian Schnorrenberg wohl endgültig klar wird, ich darf bleiben. Machen wir uns nichts vor, im Fußball ist immer alles möglich. Wenn wir verloren hätten, wissen wir nicht, wie es ausgegangen wäre. Und das sind die beiden, die ihrem Trainer das Weitermachen ermöglicht haben. Innenverteidiger Stipe Wutschur. Ich bin sehr, sehr glücklich und aktuell auch sprachlos. Und Rekordtorschütze Terence Beutz. Wie viel Spaß macht das, den Trainer den Job zu retten? Ja, sehr viel, ungemein. So viel, dass ich, wie gesagt, über halben Platz laufe. Und danach echt, war mir richtig übel. Also ich musste einfach kotzen danach. Da sieht man mal, wie viel ich im Spiel laufe, beziehungsweise nicht laufe. Und ja, war halt sehr viel Emotion dabei. Sehr, sehr geiles Gefühl, muss ich sagen. Und dieses geile Gefühl gibt Florian Schnorrenberg in Minute 88 quasi selbst in Auftrag. Stipe 10, die entscheidende taktische Anweisung, dazu später mehr. Der Abend beginnt für Florian Schnorrenberg mit viel Wasser, Anspannung wegspülen und mit 5 neuen Spielern in der Startelf, die gleich im Mittelpunkt stehen. Fabian Menig, der erste Neue, im Zusammenspiel mit Braden Manu. Zurück nach seinem Muskelfaserriss. Manu und Gutau mit der ersten Top-Chance nach 8 Minuten. Halle zeigt den geforderten Willen zur Wende. Uerdingen kann bei so viel Tempo nur zuschauen und sich bei Lukas Königshofer bedanken. Der vierte Neue heißt Dennis Mast. Er erstmals in dieser Saison im defensiven Mittelfeld für den verletzten Kapitän Jonas Niedfeld. Jan Scherbakowski, 20 Jahre alt, im Vorfeld von Florian Schnorrenberg für seine Unbekümmertheit gelobt. Scherbakowskis Flanke köpft Gerd Weines zu zentral heraus. Die nächste Chance für den HFC, wieder Julian Guttau. Erstaunlich, wie sich Halle trotz des gewaltigen Drucks im Vorfeld der Partie freispielt. Ich sage, dass du gar nicht an den Druck denkst. Weil nochmal, dadurch verkrampfst du, damit spielst du einen Stock im Arsch. Von daher, das sieht man an der Hand von Personalien von Scherbakowski oder Guttau. Da musst du Bolzplatzkinder einfach ranlassen, die halt die Liebe zum Fußball haben. Vor allem die ersten 20, 25 Minuten, da waren wir zu schläfrig und da waren wir nicht gut in der Partie. Und dafür ist das Spiel auch zu wichtig gewesen, als dann so eine Leistung anzubieten. Uerdingen, vor der Partie auf einem Abstiegsplatz, 3 Punkte hinter dem HFC, hat in Halbzeit 1 eine Chance, weil der HFC einmal nicht entschlossen genug verteidigt. Keiner bei Dorda und keiner bei Mike Feigenspahn. Glück für Halle, Uerdingen aber insgesamt harmlos. Die zweitschwächste Offensive der Liga, gestern ohne ihre Top-Torjäger Kiprit und Grimaldi noch geschwächter, nur mit Einzelaktionen auffällig. Die HFC-Ersatzspieler trotzdem angespannt. In Halbzeit 2 plötzlich eine Premiere. Freistoß Halle und schießen wird Terence Beuth. Habe ein bisschen geübt, aber weil hat er ja auch nicht gereicht. Also nee, eigentlich lassen sie mich nie Freischüsse schießen, aber habe wirklich ein bisschen geübt, aber leider war er nicht drin. Ja. Der Ball mit nahezu perfekter Flugbahn wäre wohl hinter Königshofer eingeschlagen. Die mögliche Führung kurz nach der Pause hätte sicher für Ruhe im HFC-Spiel gesorgt. So aber schleichen sich Unkonzentriertheiten ein. Nach guten Balleroberungen funktioniert das HFC-Umschaltspiel nur in Ansätzen. Julian Guttau und das erste Missverständnis. Und das sorgt für leichte Irritationen. Eine Minute später. Diesmal Papadopoulos mit der Balleroberung. Julian Guttau mit viel Platz und einem gelungenen Pass. Dennis Mast aber beschleunigt nicht weiter. Und der Rest kann einen Trainer schon mal verzweifeln lassen. Das haben wir doch so oft trainiert. In der 61. Minute dann der Schockmoment des Spiels aus HFC-Sicht. Dennis Mast im Uerdinger Sandwich verliert den Ball und der KFC dreht plötzlich auf. Feigenspahn und Wagner kombinieren sich mühelos durch. Feigenspahn fast auf der Grundlinie, der Ball trotzdem im Tor.
Mike Feigenspans Geniestreich. Sein drittes Saisontor, Uerdingen zu diesem Zeitpunkt raus aus der Abstiegszone. Dennis Mast nicht stabil genug gegen Traoré und Feigenspan, der das überragend macht. Sören Reddemann konzentriert sich auf Wagner, rückt raus. Der Rest ist Extraklasse. Doch war es zuvor ein Foul an Mast? Nee, war kein Foul. Vielleicht können wir, er kriegt Druck von beiden Seiten. Dann ist so eine Sekunde, wo man vielleicht nach vorne spielen kann. Den Moment verpassen wir. Dann ist er eine sehr, sehr gute Einzelaktion. Ich habe Tor gerade noch mal gesehen, aus dem Winkel den so lang reinzulegen. Aber in der Situation war kein Foul an Dennis Mast. Der HFC nun extrem unter Druck. Präsident Rauschenbach hatte im Vorfeld betont, der Abwärtstrend müsse gestoppt werden. Nun aber droht die C nun extrem unter Druck. Präsident Rauschenbach hatte im Vorfeld betont, der Abwärtstrend müsse gestoppt werden. Nun aber droht die fünfte Pleite aus den letzten sechs Spielen. Terence Boyd. Halles 14-Tore-Mann mit seiner ersten Chance aus dem Spiel. Der HFC bemüht, wirkt aber zusehends nervöser. Patrick Göbel, der Ex-Hallenser, auf Markusson und der mit der Ablage für Feigenspan. Müller großartig, verhindert den möglichen K.O. und leitet zugleich den Gegenstoß ein. Guttau. Dehl. Beutz und Papadopoulos. Das Ende des Angriffs aber symptomatisch in dieser Phase des HFC-Spiels. Entscheidend zuvor aber Müllers sensationelle Parade gegen Feigenspan. Wir hatten dann die große Chance zum 2-0 mit Feigenspan kurz vor Spielende. Das hätte das Spiel auch auf unsere Seite gezogen. Dann folgt die anfangs angesprochene 88. Minute. Stipe 10, brüllt Schnorrenberg. Abwehrboss Stipe Wutschur soll ins offensive Mittelfeld vorrücken. Ja, ich wollte ihn dann auf der Zehnerposition, damit wir vielleicht nochmal einen Chipball verlängern können. Und der hat dann natürlich mit der ersten Aktion dann direkt klappt. Sören Reddemann bekommt den Ball und chippt ihn wie angesprochen zu Wutschur. Der Ausgleich nur eine Minute nach der taktischen Anweisung. Stipe wirklich wow. Echt stark abgeschlossen, war jetzt mal abgefälscht, aber hat er echt stark gemacht. Also ich glaube, ich habe so einen Doppelpass mit Deli gespielt. Der legt mir den Ball ab und ich war auf der 16er Linie. Ich glaube, da muss man nicht viel überlegen und habe einfach abgezogen und der ist zum Glück reingegangen. Und Florian Schnorrenberg friert den Jubel ein. Dass er am Ende nochmal ausbrechen wird, liegt an seinem Team, das längst nicht genug hat. Ich glaube, man hat auch bei der Reaktion beim 1:1 gesehen, wir haben uns nicht feiern lassen und haben jetzt, sag ich mal, nicht uns wieder hinten reingestellt, sondern wir sind auf das 2:1 gegangen und wurden dann am Ende noch belohnt. Es läuft bereits die Nachspielzeit. Anthony Syrer auf. Na klar, Stipe Wutschur, Laurenz Dehl und Terence Boyd mit dem großen Finale. Es ist ein perfekter Spielzug, der für Uerdingen kaum zu verteidigen ist. Wutschur in der Luft jetzt unschlagbar, Dehl gedankenschnell und Beuth mit aller Explosivität und Entschlossenheit. Dann verlierst du ein entscheidendes Kopfballduell vor dem 2:1 oder 1:2 aus unserer Sicht. Und das hat dann natürlich schon dazu geführt, dass wir diese Probleme kriegen und dass Beuth einer der besten Stürmer ist in der Liga, hat er heute wieder gezeigt. Es ist das 15. Saisontor von Terence Boyd, HFC-Rekord in der dritten Liga und eines, das er anschließend zuallererst mit seinem Trainer feiern will. Wenn wir halt das über Wochen und Monate halt immer uns selber Beine stellen, vergeigen und nicht das umsetzen, was von uns gefordert wird und was wir eigentlich können, ist es halt schade. Und dann dadurch, das ist halt der Job des Trainers, bist du mal ganz schnell einfach weg. Und deswegen ist es schön, dass wir jetzt, wie gesagt, ihn damit den Rücken stärken konnten. Ich glaube, der Sieg wird lange in Erinnerung bleiben. Ich glaube, wird uns auch sicher positive Kraft für den Rest der Saison geben. Viele haben nicht mehr mit uns gerechnet, auch von den Fans da draußen. Ich will jetzt nicht wissen, was da alles schon geschrieben wurde gegenüber uns. Aber wir haben an uns geglaubt. Wir haben an den Trainer geglaubt. Das Wichtige ist, der Trainer hat auch an uns geglaubt. Wir wollten es einfach zusammen rumreißen. Und ich glaube, es soll keiner mehr sagen, dass wir keine Charaktermannschaft sind, die gekämpft haben bis zum Ende. Sie haben dem Druck standgehalten, haben den direkten Konkurrenten demoralisiert. Wie in der vergangenen Saison leitet der 31. Spieltag die Wende ein, oder nicht?
Ja, wäre schön, wenn uns das jetzt mal so beflügeln könnte, dass wir auswärts nachlegen können. Aber wir brauchen noch ein paar Punkte, mindestens 7. Ja, schön, wenn uns das jetzt mal so beflügeln könnte, dass wir auswärts nachlegen können. Aber wir brauchen noch ein paar Punkte, mindestens 7. Ja, und die werden wir auch holen. Und daran dürfte nach dieser Energieleistung kaum ein Zweifel bestehen.